1500 Polizisten waren gestern in Berlin gegen linksextreme Ausschreitungen unterwegs. Und anstatt darüber zu berichten, hören wir in der Tagesschau über Phantome des angeblichen Rechtsextremismus und dubiose Briefchenschreiber. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Gestern gab es erhebliche Ausschreitungen. 19 Polizisten kamen ins Krankenhaus bzw. wurden verletzt und es gab reichlich Sachbeschädigungen. Und anstatt hierüber zu berichten, hören wir in der Tagesschau Absurditäten und Nichtigkeiten von Briefen, von Phantomen, ja, und wobei wir ganz konkreten Linksextremismus direkt in der Hauptstadt Deutschlands haben, in der Hauptstadt der BRD. Ich will hier mal kurz sagen, was Sache ist. Also während hier die Migration unerbittlich weitergeführt wird in der Tagesschau. Ja, das kommt nicht von mir, das kommt ja von Merkels Berater im ZDF. Zitat, multiethnische Demokratie, Jascha Monk hatte ich ja erwähnt. Ja, also was ist da passiert in Berlin? Es gab Explosionen, ja. Pyrotechnik wurden den Polizisten an den Kopf geworfen. 1500 Polizisten waren unterwegs, angeblich 1500 Polizisten, 1000 Linksextreme, und mit Flaschen wurde auch geworfen, das Übliche, jetzt neuerdings eben auch, ja, jeder kann sich das vorstellen, wenn vor einem ein großer Sprengstoffböller hier explodiert oder neben einem, was da passieren kann. Also dauerhafte Schäden können da sehr gut passieren. 19 Beamte, wie gesagt, verletzt. Und damit die Strafermittlungsanzahl nicht so erhöht ist, bei 19 Verletzten gab es lediglich 5 Strafermittlungsverfahren. Ja, das als kleine Zwischenbilanz. Dann wurde auch ein privater Sicherheitsdienst angegriffen und da steht in der Zeitung, es steht ja überall das Gleiche in der Zeitung, komischerweise, sie konnten sich unverletzt zurückziehen. Also es wurden auch Privatpersonen angegriffen, also Polizei sowieso, die Polizei soll uns ja schützen und nicht wir die Polizei, aber das ist ein anderes Thema. Ja, es wurde ein Bauzaun umgerissen, wo man sich dann Material holte, um Polizisten dann mit Steinen zu bewerfen und auch Scheiben wurden eingeschlagen und mindestens 7 Scheiben beziehungsweise 7 Fahrzeuge von Privatleuten wurden demoliert mit Steinen. Mindestens 7, und häufig ist ja so, dass die Polizei da sowieso nichts groß was macht und entsprechend da auch keine weiteren Strafanzeigen oder Anzeigen angehen. Wenn mal ein Auto kaputt ist, das waren wahrscheinlich erheblich mehr. Dann Farbbeutel und dann gab es brennende Reifen auf Kreuzungen, da wurde das entfernt, dann gab es einen brennenden Müllcontainer und so weiter. Und natürlich, diese Leute, die da waren, waren alle schwarz vermummt, also alles Linksextreme. Und das Ganze fand statt, hatte ich vergessen zu erwähnen, na wo wohl, in der Rigaer Straße, im Zentrum des Linksextremismus, der von der, ja, und jetzt kommt's, von der Polizeipräsidentin, dieses Zentrum wird von der Polizeipräsidentin Berlins besonders geschützt. Ja, aber das ist ein anderes Thema, führt hier zu weit. Die Polizei war sowieso die hatte sowieso viel zu tun. Es gab ein Fußballderby, Berliner Fußballderby von Union Berlin und Hertha BSC. Und dann gab es noch eine Demonstration gegen den Einmarsch der türkischen Armee in Syrien. Da war auch reichlich zu tun. Und aus der Auslandspresse erfahren wir,
nur aus der Auslandspresse, dass auch andere Bundesländer bei dem Einsatz in Berlin involviert waren. Also das war wirklich bundesweit quasi, also in den Nachbarbundesländern, da gab es wirklich erheblich zu tun. Ja, und dort spricht man auch eher, ja, wobei das auch nicht sehr neutral ist, aber dort spricht man auch eher aus, was Sache war. Hier spricht man von blindem Hass der Linken und Gewalt gegen die Polizei. Blind Hatred. Ja? Und ich erinnere an den 1. Mai 2019. Hier zog die Polizeipräsidentin, deren Namen ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, zog ein positives Fazit damals bei. Und die Polizeigewerkschaft allerdings, die ihre Kollegen tatsächlich eher schützt, ja, und deren Vorsitzenden der Gewerkschaft, die werden von den Polizisten selbst gewählt, nur am Rande, die sprachen allerdings von 85 Strafermittlungsverfahren damals am 1. Mai. Also das Ganze hat, ja, das ist kein Einzelfall, war dieses Jahr in erheblichem Ausmaß auch schon. Damals waren es, glaube ich, mehrere tausend Polizisten, die unterwegs waren. Jetzt waren es gerade mal, ja, naja, 1500, das braucht man nicht zu erwähnen, nein. Gut, und die Linksextremen werden hier mit Samthandschuhen angefasst. Sie verrichten ja die Tätigkeit, die Merkel schützt und die ja auch den angeblich so verbreiteten Rechtsextremismus ja angeblich bekämpft. Wie gesagt, wir vergleichen einerseits ein paar Briefe mit Phantomen, die gejagt werden, ja, angebliche Morddrohungen in Briefchen, und andererseits haben wir 1500 Linksextreme gestern gehabt. Und was bringt die Tagesschau? Ich fasse mal zusammen, was die Tagesschau bringt. Also heute Mittag, was sie dann jetzt um 8 Uhr bringt, ist wahrscheinlich so ähnlich. Dort widmet man sich mit 4 Meldungen über die ach so armen Einwanderer. Man nennt sie dort Flüchtlinge, dabei sind sie Einwanderer nach den entsprechenden Gesetzen. Dann 2, also wie gesagt, 4 Meldungen bezüglich der Einwanderer, 2 Meldungen zum Kampf gegen rechts. Und dann gab es noch weitere 5 Meldungen, also das übliche Hetze gegen Trump und ja, diese Forcierung des Umsturzes auch im Ausland, also nicht nur hier in der BRD. Ja, dann noch das Thema, was ich gestern schon angeschnitten hatte, der Nazi-Notstand. Jetzt hat sich Söder geäußert und hier ist wirklich ein dringender Bedarf, Nazis zu erfinden. Der CSU-Politiker sagt wörtlich in der Welt, nach Thüringen-Wahl, beziehungsweise das ist die Überschrift, Söder will die AfD, und jetzt kommt das Zitat von Söder, noch weiter nach rechts drängen. Also Söder braucht noch mehr Nazis, damit entsprechend dieses Karussell weiterlaufen kann. Ich wiederhole nochmal das Zitat von Söder. Er braucht also noch mehr Nazis, also jetzt kommt das Zitat, noch weiter nach rechts drängen. Will er oder will er vortäuschen, ja, dass da noch mehr nach rechts ist? Offensichtlich, ja, der Fahrplan ist klar. Ja, so viel eigentlich zum Thema Extremismus in der Tagesschau und die tatsächliche Lage. Es gibt noch eine andere Meldung, die ich hier anfügen will, und zwar von AKK, Angelas kleiner, jetzt habe ich den, dieses, ja, AKK hat auch irgendwie so, AKK, gibt es ja auch irgendwie ein Gewehr von, naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Sie will IS-Kämpfern in der Bundeswehr Angebote machen. Also die
die Zuwanderer, die jetzt kommen, von denen ja nicht alles IS-Kämpfer sind, aber den Zuwanderern, den Einwanderern, den will AKK, also Merkels kleine Schwester da, oder wie man das nennt, denen will AKK hier Angebote, Zitat, Angebote machen in der Bundeswehr. Ja? Und wir haben ja schon gesehen, dass in der Bundeswehr Imame tätig sind jetzt, also da ist man schon vorbereitet entsprechend, und dass die Bundeswehr auch im Inland eingesetzt werden kann, da sind auch die gesetzlichen Bestimmungen ja entsprechend angepasst worden. Ja, dann bitte abonniert hier unbedingt hier diesen Kanal. Die Infos zu diesen Informationen erhältst du wieder in der Videobeschreibung. Alles wunderbar belegt. Ja, und bitte für offenere Informationen und dauernde Informationen, und wenn, falls hier mal Pause sein sollte, auch bei mir hier auf YouTube mal kurz, auf Telegram ist mir das eher möglich, durchgängig zu berichten. Ja, die Telegram-Webseite ist t.me/wim, und jetzt kommt eine Zahl, for, und dann ein U, U, wim for you. Ja, ist auch hier nochmal unten notiert, wie die genaue Domain ist. Danke erstmal, bis dahin.